Meine Damen und Herren, dies ist ein tragischer und sehr trauriger Tag für die Germanwings und für die gesamte Lufthansa-Familie. Das Flugzeug hat Barcelona um 10.01 Uhr verlassen mit dem Ziel Düsseldorf. An Bord waren 144 Passagiere, darunter zwei Babys und insgesamt 6 Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug hat diese Reiseflughöhe nach einer Minute wieder verlassen und ist in einen Sinkflug eingetreten. Dieser Sinkflug, so sind unsere Erkenntnisse jetzt zur Stunde, hat insgesamt 8 Minuten gedauert. Der Kontakt des Flugzeuges zum französischen Radar und den französischen Fluglotsen ist um 10.53 Uhr auf einer Höhe von ca. 6.000 Fuß abgebrochen. Das Flugzeug ist dann verunglückt. Der letzte Routinecheck des Flugzeuges hat gestern am 23. März in Düsseldorf durch die Lufthansa-Technik stattgefunden. Der letzte reguläre C-Check, der letzte große Check des Flugzeuges, ist planmäßig wie in den Airbus-Handbüchern im Sommer 2013, hat im Sommer 2013 stattgefunden. Beim Kapitän des Flugzeuges handelt es sich um einen Kapitän, der seit über 10 Jahren für Lufthansa und Germanwings im Einsatz ist und auf dem Modell Airbus bis heute etwas über 6.000 Flugstunden geflogen ist.